37. Spieltag. Patrick Löckner mit seinem Buwe zu Gast in Ostwestfalen. Der Sportclub an der Poststraße. Das wird es in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht mehr geben. Man wird wohl nach Lotte wechseln müssen. Wechseln tut auch der Torhüter bei dem SV Waldhof, Jan-Christoph Bartels. Zwischen den Pfosten bis zur Winterpause war er die Nummer 1. Dann kam Timo Königsmann. Jetzt er also wieder im Tor, der Buwe. Mael Kobos lenkte den Ball nach vorne für den Sportclub Verl. Das ist Kasim Rabihic. Und dann Schwermann und Bartels muss zweimal nachfassen. Das war schon in der zweiten Minute. Also Verl legt los wie die Feuerwehr. Die haben ja noch eine Aktion, die sie irgendwie noch schaffen wollen in dieser Saison. Nämlich die meisten Tore erzielen. 65 haben sie auf dem Konto. 1860 und Saarbrücken haben jeweils 66. Aber der SV Waldhof hat Dominik Martinovic noch. Der ist gut drauf. Hier legt er sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Robin Brüsicke mit der Kapitänsbinde im Tor. Der Verler ist allerdings schneller bei. Gutes Zusammenspiel mit Ferrati und dann Martinovic. Zu spät gegen Brüsicke. Dann Christopher Lanatz über die rechte Seite. Philipp Sander, er heute auch wieder im Sturm beim SC Verl. Und das ist Mael Kobos, der zum zweiten Mal dann aber auch gestört wird. Von Jasper Verlatz. Also die nächste gute Möglichkeit für den Sportclub. Hier erst der Rücken von Kostli und dann der Innenverteidiger Jasper Verlat. In einer Partie, wo viel Wasser von oben kam, gepaart mit Sonnenschein. Also ein Hin und Her. Aber eigentlich ging es nur auf das Tor vom SV Waldhof. Verl war die bestimmende Mannschaft. Hinein in die zweite Halbzeit und es ging erst so weiter. Ritzka, dann Segert, dann Verlat, dann nochmal Segert. Ja, was war da denn los? Bartels schon geschlagen, aber hier gut zu sehen, dass der Ball hier nicht über der Linie war, denn der Kapitän Marcel Segert war noch dran. Also weiterhin 0:0. Der ist vor Waldhof dann mal. Sieht eher schon wie Entlastung aus. Martinovic schießt nicht, legt ab auf Kostli. Und dann kommt der Ball in die Mitte und da ist Josef Boyamba. 66. Minute. Achtung, es war der erste Torschuss vom SV Waldhof überhaupt. Und hier Martinovic mit der Übersicht auf Marcel Kostli und dann Ritzka legt ab. Genau auf den Schlappen für Josef Boyamba und der mit dem 1:0. Erleichterung beim Stürmer, der Buwe. Endlich ist er drin. Ja, und was macht der SC Verl? Die waren eigentlich absolut spielbestimmt, das ganze Spiel gegenüber. Und jetzt nochmal. Zlatko Janic, der mittlerweile eingewechselt. Wo ist er denn? Da ist er, Janic, am Tor vorbei. Das wäre nochmal eine absolute Geschichte gewesen. Hier die Flanke von Kobos und dann ist es Zlatko Janic. Hat nicht viel gefehlt. Wir sind in der Nachspielzeit. Und da wurde es nochmal hektisch. Alle voran mit Hecker und Bartels. Und dann nochmal Rabihic und dann ist es Stöcker und wieder Bartels. Aber Julian Stöckner sah auch noch die fünfte gelbe Karte. Der war ja auch mittlerweile eingewechselt. Aber hier Jan-Christoph Bartels, der Rückhalt seiner Mannschaft heute hier in Ostwestfalen-Mannheim gewinnt. Ich habe es vor dem Spiel gesagt, dass es nicht einfach wird, die Offensive von Mannheim die ganze Zeit zu kontrollieren. Das haben wir über weite Strecken richtig gut gemacht. Ja, einmal nicht, ja, dann liegst du zurück. Verl hat ein super Spiel gemacht. Erste Halbzeit auf jeden Fall dominiert. Wir haben probiert, einfach mit dem 0:0 in die Halbzeit zu kommen. Die haben richtig viele gute Torchancen kreiert. Und ja, wir dürfen uns am Ende des Spiels bei unserem Torwart bedanken, der auch lange nicht gespielt hat, Jan-Christoph Bartels. Ja, da stand ich einfach wieder richtig in der Box und war so ein kleiner Brustleser nach langer Zeit wieder. Patrick Löckner sagt danke, Jan-Christoph Bartels. Ganz starke Leistung vom Schlussmann, der Buwe. Ja, und am letzten Spieltag, da geht es für die Gegner der beiden Mannschaften noch um alles. Lautern empfängt den SC Verl und Mannheim bekommt es mit Uerdingen zu tun. Was für eine verrückte Liga. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.